Ja, danke dir, Tim, erstmal für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, hier bei euch zu sein. Vor ein paar Wochen war ich hier noch als Praktikant unterwegs. Und jetzt, ja, genau, als Pastor hier. Ist halt ein bisschen komisch, genau. Ja, danke. Ja. Genau. Tim sagte mir, ihr startet in einer neuen Themenreihe und ich wusste nicht, ob ich mich freuen soll, dass ich die Einleitung machen darf oder ob ich eher ein bisschen herausgefordert bin, das zu machen. Aber ich habe dann zum Schluss gedacht, nee, eigentlich freue ich mich drauf. Und die Themenreihe, die Sehnsucht nach Reich Gottes, die Seligpreisungen, hat mich daran erinnert, wie ich so zum Adventskalender stehe. Ich liebe Adventskalender, wirklich, ich liebe sie über alles. Das Problem ist aber, dass wenn du die zu Hause hast, habe ich ein Problem. Ich will am liebsten alles aufmachen, direkt. Also ich warte nicht, ich bin dann sehr ungeduldig. Und ich weiß, vielleicht ist so ein Vergleich ein bisschen banal, aber für mich ist ab und zu Reich Gottes und dieses Warten auf Reich Gottes wie so ein Adventskalender. Du hast alles zu Hause und ich meine jetzt nicht diese Schokoladen-Adventskalender, sondern dieses, wenn eure Liebsten sich wirklich Mühe machen und Geschenke einpacken und du hast dann alles zu Hause, du siehst es jeden Tag, aber du darfst nicht drauf zugreifen, du musst jeden Tag abwarten, bis du dann endlich was aufmachen darfst und dann quasi ein Geschenk bekommst und. Also so ein bisschen eine Spannung von, es ist alles da, aber ich darf es noch nicht aufmachen. Und das ist für mich so ein bisschen Reich Gottes und in dieser Spannung, die wir uns immer wieder drin bewegen, ist, dass alles da ist, aber gleichzeitig auch nicht. Und das ist so ein bisschen ein Problem darin. Und Tim sagte mir, ihr wollt euch die nächsten Wochen so ein bisschen auf die Reise begeben, ein bisschen zu entdecken, was es bedeutet anhand der Bergpredigt, die Berglehre von Jesus Christus in Matthäus. Und ich fand das super spannend, wie er das auch verbindet mit der Adventszeit, weil wie wir quasi jetzt uns auf den Weg machen und auf den Advent warten, auf Jesus, dass der Messias kommt, dass Christus kommt, so sind wir ja auch eigentlich durchgehend unterwegs und warten eigentlich auf Reich Gottes. Und darin erleben wir immer wieder eben diese Spannung, von der ich gerade erzählt habe, vom Adventskalender, vom schon da und noch nicht. Und das Reich Gottes ist eben genau das. Reich Gottes ist da, aber auch nicht. Es steht an, aber steht noch aus. Es ist gegenwärtig, aber dessen Vollendung soll noch in der Zukunft Gottes liegen. Und das Spannende ist, dass wir versuchen, in dieser Spannung so ein bisschen so zu sein wie ich, lieber doch alle Türchen schnell aufmachen, damit es doch dann schnell irgendwie doch kommt. Aber ich glaube, in diesem Balanceakt, in dieser Spannung müssen wir uns reinbegeben. Niemand darf vorher diese Botschaft in dem Sinne nur auf den Zukünftigen interpretieren, dass es nur kommen wird. Aber es ist genauso gefährlich, das nur als schon hier und jetzt anzusehen. In beiden Fällen verpassen wir was. Und diese zeitliche Balance von eben, es ist da und noch nicht, zeigt uns auch in der Geschichte des Christentums, dass es eben schwer auszuhalten ist, aber bitter notwendig ist, um nichts zu verpassen. Es ist grundlegend für uns. Und so ein Balanceakt, so eine Spannung macht Jesus in seiner Bergpredigt deutlich. Und wir starten mal, und ich will mit euch mal Matthäus Kapitel 5, Verse 1 bis 5 lesen. Und da steht Folgendes. Als er aber die Volksmenge sah, also Jesus, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede und lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauenden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben.
Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Erstmal nur bis dahin, bis 6. Wenn wir uns Matthäus anschauen, dann müssen wir wissen, dass diese Rede eben in einer größeren Rede von Jesus eingebettet ist, die Bergpredigt oder die Berglehre. Die hört man immer wieder mal, wenn man schon länger unterwegs ist als Christ, hat man schon zigtausend Mal davon irgendwie gehört, allen möglichen Predigten dazu. Und das müssen wir nicht außer Augen quasi verlieren, dass diese Wörter, dass die Seligpreisung quasi eingebettet ist in was Größerem. Jesus befindet sich auf dem Hügel nördlich vom See Genezareth bei Kapernaum und hält eben seine Berglehre. Und dann sprach er auch zu seiner Volksmenge und zu seinen Jüngern. Und wenn wir uns ein bisschen mit der Bergpredigt beschäftigen, dann merken wir eigentlich schnell, wie massiv diese Lehre ist. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, wenn du das so ein bisschen dann zu Hause mal meditierst, aber für mich ist es ein bisschen herausfordernd, sagen, Jesus, was willst du eigentlich von mir? So denke ich mir das oft. Also diese Lehre ist super massiv und beinhaltet richtig, richtig viel. Und innerhalb der Bergpredigt könnte man so zwei Teile entnehmen. Teil A ist so das wahre Verständnis von Gottes Wille. Und ein Teil B ist die wahre und die falsche Frömmigkeit. So könnten wir das so ein bisschen quasi unterteilen. Und alles eben zu erfassen scheint fast unmöglich. Und bis heute ist es noch nicht ganz klar, was diese Bergpredigt eigentlich soll. Tritt Jesus auf als ein neuen herrschender König und sagt auch, ey, diese Lehre ist auch eine politische Lehre? Soll das eben nur eine Anweisung sein für seine Gemeinde, nur für die Leute, die Jesus nachfolgen? Oder sagt er, dass eigentlich generell die Menschen sich danach richten sollten? Und man könnte eigentlich zu allem fast ein Ja finden. Aber was mir so quasi bewusst wurde, ist, dass es deutlich wird, oder dass diese Spannung vom Reich Gottes darin offenbar wird. Und daher werde ich euch heute als Einleitung, jetzt nicht um in die Seligpreisungen einsteigen und euch alles dann erklären, das werden dann wahrscheinlich die danach machen, sondern ich würde gerne diese Spannung mit euch anschauen und diese Spannung zwischen zwei Staaten, zwischen zwei Reiche. Ein Reich, von wo wir nach Gott trachten und ein Reich, wo wir gottfern sind. Und wie das so zusammenkommt. Und ich möchte euch so auf drei Gedanken mitnehmen, um in diesem Warten, in dieser Spannung, die uns da quasi darin immer wieder begegnen. Und die erste ist die Suche nach Glückseligkeit. Dann werden wir über die Spannung, die wir darin finden, sprechen und zum Schluss die Hoffnung, die uns hält. Also die Sehnsucht, die Spannung und die Hoffnung. Und vielleicht ist irgendwas dabei, wo du sagst, damit kann ich nach Hause gehen und kann daran arbeiten. Augustinus von Hippo war ein Kirchenlehrer und ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber er hat mal Folgendes gesagt. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Augustinus war ein bekannter Kirchenlehrer, der wirklich bis zu Luther quasi eigentlich unsere theologische Landschaft geprägt hat. Und im 4. Jahrhundert schreibt er eins der bedeutsamsten Schriften, die wir so von Augustinus kennen. Und das sind die Gottesstaaten oder Gottesstaat. Und eigentlich, sind 22 Bücher, wenn ihr mal Zeit habt und Lust, könnt ihr das mal gerne lesen. Sehr empfehlenswert. Aber was er letztendlich macht, ist so eine Gegenüberstellung von diese zwei Reiche, in denen wir uns befinden. Zwischen in dem Reich von Gott und dem Reich, in dem wir hier leben auf Erden. Und er spricht über diese Spannung und spricht die an. Und vor allem macht er deutlich, dass man als Christ darin mittendrin ist, in dieser Spannung und das auch ganz persönlich erlebt. Und diese Spannung erleben wir auch ganz konkret nach der Frage, was ist Glückseligkeit für mich?
die Frage nach einem guten Leben, die Sehnsucht nach Glückseligkeit. Wenn wir zurückgehen in die Bergpredigt oder uns anschauen, da was da so abging, war Jesus sieht die Volksmenge, steigt auf den Berg, sieht die Volksmenge, fängt an mit seinen Jüngern zu sprechen. Und es wird uns berichtet, dass danach, kurze Zeit danach, eine riesen Volksmenge um ihn herum ist. Jeder geht zu Jesus. Und auch schon damals waren die Menschen auf der Suche nach Glückseligkeit, nach Glück, nach Rettung oder Befreiung. Und das lesen wir auch immer wieder, wenn wir so ein bisschen diese Rede uns anschauen und auch danach oder generell ein bisschen in den Evangelien rumblättern, dass Menschen immer wieder zu Jesus wollen für so ein Leben, was besser ist. Und nicht nur seine Jünger sind eben dann immer wieder anwesend, sondern eben diese Menge, und die wollen immer wieder diese Hoffnung und die Ermutigung und diese Freiheit von Jesus erleben. Denn sie erleben ganz praktisch, persönlich wahrscheinlich so Momente von Leid, von Krankheit, von Überforderung. Aber die haben auch so ganz konkret, werden sie unterdrückt von dem Römischen Reich und wollen endlich frei sein von der Unterdrückung. Und nach dieser Sehnsucht streben sie. Die wollen diese Freiheit, die wollen diese Befreiung. Endlich der Messias, der uns da rausholen wird, der sein Schwert zücken wird und uns da rausholen wird. Und Jesus beginnt dann seine Rede. Er tat seinen Mund auf, fängt an zu reden. Und zur Überraschung fängt er damit an. Selig, glückselig sind die, die Leid tragen, die Armen, die Trauenden. Und ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber ich kann mir gut vorstellen, als die Menge das anfing zu hören, dass sie sagten, was ist das denn für ein Typ? Ich bin hier, um Befreiung zu erleben. Ich bin hier, um glücklich zu werden. Wo sind die Versprechen? Wo sind die Sachen? Wo ist mein Geld? Wo ist meine Befreiung? Und Jesus fängt ganz nüchtern an und sagt, selig sind die, die geistlich arm sind, die Leid tragen. Und ich denke, dass sie in dieser Menschenmenge, die Jesus zugehört haben, sich anfing anzuschauen und zu sagen, das ist doch kein Glück. Jesus setzt in seiner Rede einen Kontrast in dem Denken der Zuhörer. Die Seligpreisung gründet auf Glück und Wohlbefinden im Zusammenhang mit Zuständen, die aus menschlicher Perspektive eigentlich nicht mit Glück und Wohlbefinden zusammenhängen, oder? Nicht die, die alles haben, sind glückselig. Nicht die, die kein Leid ertragen werden, sind glückselig, sondern genau andersrum. Die Leid haben, die Leid erleben, die geistlich arm sind und. Und diese Aussage erschüttert diese Zuhörer der damaligen Zeit. Und ich denke, dass diese Unruhe auch bei uns hochkommt. Auch heutzutage ist diese Aussage super herausfordernd für uns, für mich persönlich. Denn die Frage nach, was ist Glückseligkeit? Was ist denn jetzt Glück? Was ist jetzt diese Frage nach einem guten Leben? Wie sieht es aus? Das ist so verankert in unserer menschlichen Natur. Und wer wünscht sich nicht Glückseligkeit? Wer wünscht sich nicht Glück und das gute Leben? Doch gerade wenn wir diese Wörter von Jesus Christus hören, dann hört sich das eigentlich nicht so gut an. Und unser Herz würde schnell doch sagen, hey, glückselig ist man doch erst, wenn man überhaupt kein Leid mehr erleben muss. Wenn man keinen Mangel erlebt, wenn man im Überfluss lebt. Wenn endlich die ganze Ungerechtigkeit, die wir so erleben, in meinem Leben, aber auch das, was wir so mitbekommen, wenn das doch alles aufhört. Ich wusste, dass bevor ich Theologie studiert habe und Pastor werden wollte, dass man als Pastor nicht reich wird.
Aber in meinem ganzen Leben war ich immer so getrimmt darauf, eher doch gut Geld zu verdienen, gutes Auto zu haben, ein Haus zu haben vielleicht irgendwann mal und was auch immer. So war ich getrimmt. Und als dann diese Botschaft kam oder diese Berufung, war das nicht so, oh Mann, ich habe gar keinen Bock drauf, sondern das, was mich immer daran gehindert hat, war, oder wo ich unruhig wurde in meinem Herzen, war, ich werde nicht mehr so viel Geld haben. Und wenn wir doch mal ehrlich sind, das ist jetzt eine Sache von zigtausend anderen Dingen, die man so aufzählen könnte. Aber das habe ich persönlich in meinem Leben erlebt und bin immer wieder dran, mich dran zu erinnern, hey, es geht nicht darum. Sondern es geht letztendlich darum, all das, was ich brauche, in Jesus zu finden. Aber das Problem ist, wir leben in einer Leistungs- und Optimierungskultur. Die Gesellschaft ist auf Leistung und Optimierung getrimmt. Immer höher und schneller und besser. Und das beeinflusst uns bewusst oder vielleicht auch unbewusst. Vielleicht war mir das nie so klar. In einer Ellenbogengesellschaft, wo der Ehrliche eigentlich der Dumme ist. Er ist glücklich zu sein, wenn man das Neueste hat, das Schnellste oder das Beste. Auch auf der Ebene von das, was ich alles erlebt habe und wo ich überall war und was ich alles schon gesehen habe. Der pure Schein zählt. Wenn man selbstbewusst auftretet, dann wird man als kompetent angesehen und. In einer Welt, wo die physische und die psychische Stärke A und O ist. Es gibt so ein Sprichwort, also so was Neues, so Mental Fitness. Das erstrebenswert ist. Und aus dem Ich und aus meinem Ich mich selbst zu verwirklichen. Und das ist erst letztendlich dann wirklich Glückseligkeit. Und ich sage nicht, dass es alles schlecht ist und alles nicht gut ist, aber wir verfehlen dadurch die Glückseligkeit. Denn letztendlich basiert es wieder auf uns selbst, auf das, was ich leisten kann. Und die Seligpreisung Jesu sind Worte gegen solche Formeln, gegen solche Kulturen, die in unserer Welt und in unserem Leben oft bestimmen. Und im Reich Gottes verhält sich diese Antwort auf die Frage nach einem guten Leben, nach Glückseligkeit ganz anders. Das schreibt Jesus jetzt letztendlich den Gebrochenen, den Leidtragenden zu. Und das, was dann letztendlich die Seligpreisung macht, ist, Jesus setzt eine andere Wirklichkeit in Kraft in unserer Welt. Er bringt Reich Gottes auf Erden. Er sagt, im Reich Gottes verhält sich das anders. Und wie verhält sich das? Glückselig sind die geistlich Armen. Glückselig sind die Trauenden. Glückselig sind die Sanftmütigen. Und glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Die Rede von Jesus bringt diese Perspektive Gottes in diese Welt, in die Wirklichkeit hinein. Und aus der Perspektive Gottes stehen die Barmherzigen, die Friedensstifter und die Verfolgten auf der richtigen Seite, auf die glücklich sind. Und das sind die Bürger der neuen Welt Gottes. Und deshalb selig zu preisen. Und aus dem Blickwinkel Gottes sind eben die Menschen oder bekommen die Menschen die Liebe Gottes, die eben herausgefordert sind. Die an manchen Stellen nicht weiterkommen und sagen, hey Jesus, du siehst doch meine Wirklichkeit. Du siehst so das, was ich gerade erlebe. Die verzweifeln, die trauen oder die verfolgen ins neue Licht. Die geistlich Armen sind glückselig. Und vielleicht hat diese Aussage so ein bisschen oder braucht eine kurze Erklärung. Denn das meint nicht, dass man irgendwie arm ist oder dass man Mangel ist oder dass man
dumm ist oder nicht die Fähigkeit hat, irgendwie schlau zu sein oder die Intelligenz oder intellektuell zu sein. Das meint es nicht, sondern letztendlich meint es, geistlich arm ist der Gläubige, der von sich selber nicht so hoch denkt, der demütig ist im Licht Gottes, der auch eben in anderen Stellen zerbrochen Geistes ist. Letztendlich dreht Jesus unsere Vorstellung von gutem Leben und Glückseligkeit um. Im Reich Gottes verhält sich das anders. Wer sich selbst armselig und mutlos erlebt, wird zum Bürger von Gottes Reich. Er ist wahrhaftig glückselig. Und Jesus setzt andere Maßstäbe an. Und hier kommt es jetzt ganz deutlich raus. Der Unterschied von zwei Reichen, von zwei Reiche, gut zur Geltung. Und hier finden wir auch die Spannung. Weil was bedeutet das für uns jetzt ganz konkret? Wie können wir glücklich oder wie können wir Glück empfinden, indem ich geistlich arm bin? Wie kann ich Glück empfinden im Angesicht von Verlust und Schmerz oder Ungerechtigkeit? Wie kann ich das alles erleben? Wenn wir das so lesen, können wir meinen, dass wir jetzt durchs Leben laufen sollten, so ein völliger Askese, so ein völliger anspruchslos und keine Wünsche und alles andere ist super schlecht, all das, was weltlich ist, ist Katastrophe. Das meint Jesus nicht eine Sekunde. Das, was Jesus hier uns sagen möchte, ist, unsere Perspektive auf das, was wirklich uns glücklich macht, verändert sich. Nicht Sachen, Dinge, Momente machen uns glücklich, die uns auch nur temporär glücklich machen, sondern er sagt, ich werde euch in einen Zustand packen, wo ihr durchgehend glücklich seid. Und das erlebt ihr, indem ihr immer wieder auf Gott schaut. Und Augustinus bringt das in seinem Werk eigentlich super gut auf den Punkt. Und da schreibt er Folgendes in einer seiner Bücher. Der eine hebt sein Haupt empor in eigenen Ruhm, der andere spricht zu seinem Gott, du bist mein Ruhm und hebst mein Haupt empor. Jener liebt in seinen Mächtigen seine eigenen Stärken, dieser spricht zu seinem Gott, ich will dich lieben, Herr, meine Stärke. Und so weiter und so fort. Nicht in uns finden wir das, was uns glücklich macht. Nicht in Dingen finden wir das, was uns wirklich glückselig macht, sondern letztendlich in der Perspektive, dass wir wegschauen von uns und auf Gott schauen und sagen, all das, was ich wirklich brauche, kommt von dir, Gott. Ich bin hier auf dieser Welt und ich schaue immer wieder auf dich. Es ist die Wirklichkeit Gottes, die Wirklichkeit des Himmels, aus der unser Leben kommt und unser ganzes Leben mit seinen Höhen und Tiefen umfängt und bestimmt. Und diese Wirklichkeit verändert uns. Wir finden in Gott das, was wir im Leben wirklich brauchen, um das gute Leben zu haben. Und jetzt kommt's. Im Angesicht von Herausforderungen, in Nöten, können wir trotzdem glückselig sein. Weil wir nicht auf uns aufbauen, sondern auf Gott aufbauen. Und hier kommen wir in diese Spannung rein. Erleben wir das immer? Ich glaube nicht. Hier erleben wir die Spannung von, wir leben schon darin und noch nicht. Letztes Jahr ist mein Vater verstorben. Und für mich war das unbegreiflich. Für mich war das ein Schlag gegen meinen Glaube, gegen all dem, was ich so festgehalten habe. Und ja, ich weiß, dass manche sagen, ja, wenn sowas passiert, man kann einfach darüber wegschauen, ist überhaupt kein Problem. Und ja, aber ich glaube, das sind so Realitäten und Wirklichkeiten, die wir erleben. Und da kommt diese Spannung zu spüren. Da spüren wir diese Spannung ganz persönlich. Und ich glaube, jeder von uns kennt solche Spannungen, wo wir sagen, ja, ich vertraue doch Gott und ich habe mich doch Gott ganz hingegeben und ich versuche immer wieder auf ihn zu schauen. Aber irgendwie verhält sich das ganz anders. Oft genug ist die Wirklichkeit trübe und finster.
und der Himmel ist von der Erde weit entfernt. So fühlt sich das an. Und für manche ist dann wirklich die Erde eher die Hölle als der Himmel. Doch was ist letztendlich das, was uns dann hält? Und ich komme zu meinem letzten Gedanke. Und das ist die Hoffnung, die uns hält. Wir sind auf der Suche nach Glückseligkeit. Wir finden immer wieder Spannung. Aber wir haben eine Hoffnung, die uns da durchträgt. Eine Sache, die mich begeistert im Pastorenleben ist, nicht, dass ich nicht Geld verdiene, aber eine Sache, die mich begeistert ist, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, werde ich immer wieder überrascht, wie sie mit Leid, Armut und Herausforderungen umgehen. Wie sie in dieser Spannung leben. Ich war vor kurzem auf einer Beerdigung und da hat ein junges Paar das Baby verloren. Und die haben eine Beerdigung gefeiert. Und es war wirklich, wie sie auch selber durchgehend gesagt haben auf diese Beerdigung, es war eine Dankesfeier und keine Beerdigung. Und frag mich nicht, wie das geht. Aber immer wieder, wenn man mit Gläubigen unterwegs ist, mit Leuten, die diese Hoffnung erlebt haben, die sagen, ja, ich lebe in dieser Spannung, erleben sie eine Hoffnung, die sie durchträgt. Wie sie trotz einer Situation, wo viele zerbrechen würden, wie sie dann Hoffnung bekommen, wie sie glückselig sind. Und für mich war das ein super Beispiel genau dafür, wie wir in diesem Balanceakt, in dieser Spannung, im Zerbruch Herrlichkeit immer wieder erleben werden. In dieser Spannung zu bleiben, ist gar nicht so einfach. Aber wie schon am Anfang gesagt, wenn wir anfangen, das aufzulösen, dann werden wir nur noch auf das Zukünftige schauen und dann werden wir keinen Anteil mehr haben am Leid dieser Welt, wozu wir auch berufen sind. Wir werden realitätsfern. Aber wenn wir uns dann nur noch auf diese Ereignisse konzentrieren und beschränken, dann werden wir hoffnungslos und vielleicht auch pessimistisch. Aber wir haben eine Hoffnung, die uns trägt. Und das Wissen, dass es eigentlich so, wie die Welt so läuft, gar nicht so ganz richtig ist. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauenden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. All diese Nachsätze der Seligpreisung verweisen auf diese Zukunft. Wir erleben das schon hier, aber wir wissen, dass es in Zukunft anders sein wird. Wir haben eine Hoffnung, die uns da trägt, wo wir wissen, ja, das, was wir so erleben, auch die Hoffnungslosigkeit und vielleicht Ungerechtigkeit und Leid. Ich weiß, dass es schwer ist und es ist eine Spannung, aber ich weiß auch, dass es nicht ganz so richtig ist und in Zukunft es ganz anders sein wird. Und das Faszinierende ist, dass Jesus uns dazu eine Einladung macht, in diese Hoffnung trotz der Realitäten dieser Welten mit einzusteigen, indem er sagt, ich bin diese Hoffnung. Denn das ist, was uns dann letztendlich auch tragen wird. Er ist die Hoffnung, dass es anders sein wird und dass er was anderes vorbereitet. Und schlussendlich könnten wir doch vielleicht uns anschließen, wenn Augustinus betet in seinen Bekenntnissen, unruhig ist mein Herz, aber bis es Ruhe findet in dir. Die Lobpreisband kann gerne nach vorne kommen.
Und ich würde uns einfach mal einladen, vielleicht ganz kurz die Augen zu schließen. Und ich habe keine Ahnung, wo du stehst, wo du vielleicht in diesen Gedanken irgendwo vielleicht hängen geblieben bist. Die Suche nach Glück, die Spannung, die dich vielleicht gerade wirklich in dieser Zerbrochenheit rüttelt. Oder wo du sagst, ja, ich lebe gerade in dieser Hoffnung, Christian, alles ist entspannt. Aber vielleicht diese eine Frage dir zu stellen, wo ist gerade dein Herz unruhig und wenn ja, wo findet es Ruhe? Und du kannst ja vielleicht eine halbe Minute mal nehmen, selber diese Frage zu beantworten. Wo findet dein Herz Ruhe? Und Gott, ich danke dir, dass du wirklich gut und treu bist. Ich danke dir, Gott, dass du uns siehst, dass du ein Gott bist, der mit uns unterwegs ist. Ich danke dir, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, Jesus. Uns hinsetzen dürfen und dir zuhören dürfen. Auf diesen Hügel, oder wo auch immer. Und dass wir erleben dürfen, wie du uns Ruhe schenkst, wenn wir unruhig sind. Und dafür will ich dir danken, Herr, dass du ein treuer Gott bist. Amen.